Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy 7 Rebirth. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wie immer natürlich danke erstmal für eure Unterstützung auf die letzten Videos, allgemein bei dem Projekt. Danke an alle, die das liken und kommentieren. Ihr seht schon, ich bin wieder mitten im Bossfight. Ja, bisher läuft es ganz gut und den Rest machen wir jetzt gemeinsam, Freunde. Also, let's go. Reiner und weiter geht's. Was? Es ist vorbei. Au, der hat natürlich jetzt... Au! So. Diesmal werde ich auf jeden Fall die anderen noch mal mehr nutzen, mich zu heilen, ey. So. Ah, oh, warte. Welche letzten Worte? Let's go. Noch mal drauf. Let's go. Laser, oh Gott. Das ist doch jedes Mal. Ey, wie beim letzten Mal, wa? Wie beim letzten Mal. So. Oh Gott. Lass das. Jetzt hab ich dir das sagen. Komm. Au, du Sau, ey. Ich übernehme. Komm jetzt. Halber Cloud, bitte. Oh Gott. Du dumme Sau, du. Let's go. Jetzt wird drauf geklöppelt, Alter. Jawohl. Boah, geil. Fertigkeiten. Das sieht doch ganz gut aus. Genova Geburt. Okay, jetzt kommen wir in diese Phase. Die hatten wir auch schon gesehen beim letzten Mal. Okay, Tifa sieht ganz schlecht aus, von der Lebensenergie her. Ansonsten natürlich nicht. Gift. Okay. Nice. Let's go. Okay, warte. Jetzt wird abgerechnet. Was? Du dumme Sau! Du dumme Sau, Alter. Und weiter. Mein Gott. So, okay. Ich bin an deiner Seite. Das ist schön. Mann! Nimm das! Wie kann das sein? Oh mein Gott! Ich krieg dich wieder hin! Ja. Boah, Alter, wirklich. Da war ich zu gierig wieder jetzt. Alles okay? So, komm jetzt!
nicht nachlassen! Ich sehe nicht! Warum kriegt er kein ATB mehr? Was ist das? Warum hat es so lange gedauert jetzt? Habt ihr das gesehen? Was war das denn jetzt? Warum hat das jetzt so lange gedauert bei Cloud? Dreh nochmal hin. Ich bin noch gerollt! Hilfe! Hilfe! Heilige Scheiße, Mann. Ey! Alles im Griff. Ey, wirklich, also das Ausweichen ist ja erbärmlich schlecht bei mir. Wirklich. Also immer wenn ich ausweiche, weiche ich am besten noch in den Schlag rein. Oh Mann. Wach endlich auf, Cloud. Cloud. Ich bin hellwach. Hier spricht Ihr Kapitän. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Probleme an Bord beseitigen konnten. Wir sind wieder auf Kurs und steuern planmäßig unserem Ziel entgegen. In Costa del Sol werden wir am frühen Morgen ankommen. Freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit unter strahlend blauem Himmel. Im Namen der ganzen Belegschaft wünsche ich allseits eine gute Nacht. Gar nicht erwarten, hier wegzukommen. Elender Turinep. Wir gehen, wenn die gehen. Hey! Hm? Können wir nicht etwas bleiben? Schließlich ist das Costa del Sol. Costa del Sol! Also mir ist das hier etwas zu heiß. Brauch schleunigst Schatten. Eher eine Fellschere. Herzlich willkommen in Costa del Sol. Ich bin Capono, der Bürgermeister. Hier, bitte. So?
Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Für Sie. Danke. Sie soll ja schließlich gleich in die richtige Urlaubsstimmung kommen, nicht wahr? Sie sind zum Sunnyboy geboren. In unserem Paradies lacht die Sonne aus jedem Herzen. Ihre Ferien hier werden unvergesslich werden. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Lassen Sie den schnöden Alltag einfach hinter sich und verbringen Sie bei uns eine traumhafte und unvergessliche Zeit. Oh, willkommen, willkommen. Ein feines Wetterchen haben Sie uns damit gebracht. Zum Strand? Vorher will ich aber erst mal duschen. Wir brauchen ein Hotel. Kommt bloß nicht auf die Idee, schwimmen zu gehen oder so. Das habe ich gesehen. Hey, ignoriert mich nicht. Okay, Nebenstory, die Touristeninformation, Yuffies Tarnkünste. Okay. Es ist auch so komisch mit denen, Mann. Also, dass die anderen, so die normalen Leute, das so einfach so hinnehmen, weißt du, dass die einfach am Stillen sind, komisch sind. Creepy sind. Schade. Hier ist nichts, ey. Das wäre natürlich geil gewesen. Okay. Welches Level sind wir eigentlich? 24 sind wir jetzt. Aufträge. Story. Ja, genau das Level, was wir jetzt. Ja, gut. Gut, gut, gut. Costa del Sol! Endlich Urlaub! Oh yeah! Hier kann ich den jetzt. Kann ich den jetzt einfach nehmen? Mit Wheelies fahren! Mit einem Wheelie lässt sich Costa del Sol einfach unbequem erkunden. An der Touristeninformation kannst du je nach zurückgelegter Entfernung tolle Preise gewinnen. Schau doch einfach nach, einmal nach, welche Sonderaktion gerade läuft. Also je mehr ich fahre, desto bessere Preise kriege ich? What? Die anderen fahren aber nicht, oder? Okay. Komisch. Also steuern lässt sich das schon sehr komisch. Sag mal, hier muss doch irgendwas sein, oder? Kann man hier vorbei? Hier muss da irgendwo eine Kiste sein. Tja, anscheinend nicht. Lame. Ist was? Nee, ist nix. Endlich wurde mein Urlaub. Ja! Willkommen. Okay, super. Also langsam sieht es ein bisschen schwierig aus mit den Tränken. Vielen Dank für Ihren Synthese. Okay. Ja, da muss ich später nochmal gucken. geil. Schön, schön, schön. Besuch. Aber man hat doch auch so ein anderes Outfit gesehen, das Beach-Outfit. Das kriegen wir wahrscheinlich gleich erst, ne? Von den Leuten. Okay, hier kann ich dann wiederum nicht, okay. Junge, sag mal, dieser Jet Li, Alter, der verfolgt uns auch wie ein Stalker. Nach Feierabend hätte ich ja gerne noch eine Privat. Aloha! Es reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Chocobos. Chocobo Mann, warum drängt ihr euch, warum drängt ihr uns jetzt schon wieder in eine Richtung extra? Lass mich doch einfach machen, wie ich Bock habe.
Aloha! Wenn Sie wissen möchten, was Costa alles zu bieten hat, sind Sie hier genau richtig. Auf der Promenade finden Sie eine Vielzahl aufregender Geschäfte. Für Ihre Einkaufstour möchte ich Ihnen die Fahrt auf unseren zweirädrigen Stehflitzern, den Wheelies, ans Herz legen. Am Strand von Costa kann man nicht nur im Meer baden. Es steht eine Vielzahl verschiedener Wassersportaktivitäten zur Auswahl. Ob Surfen, Tauchen oder Chocoboot, hier hat jeder Spaß. Was Hotels angeht, so sind sowohl das Costa Royal als auch das Costa del Sol Resort sehr zu empfehlen. Es gibt auch viele andere Hotels, aber momentan ist leider alles ausgebucht. Ich fürchte, es wird schwierig, kurzfristig noch ein Zimmer zu finden. Da hätten wir Costas berühmteste Lokalität, die Bar del Sol. Ob Meeresfrüchte oder tropische Getränke, ihre Karte beinhaltet alles, was die Region zu bieten hat. Aber immer daran denken, mit Bedacht genießen. Okay, danke dir. Okay. Ja, das Coole ist schon mal, dass du alles ansprechen und also mit allem interagieren kannst von dem Ding aus. Ist das Materia? Ist das Eis? Warum ist da so ein Kaktus drauf? Es tut mir leid. Aber wir haben momentan leider... Ja, dann eben nicht. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Na endlich, hier mal wieder ein Booster-Pack. Ja, damit... Vielen Dank für Ihren Besuch. Ist auch so dämlich, dass wir hier durch die Gegend fahren mit dem Ding und die laufen uns hinterher, weißt du? So, warte mal jetzt. Ey, was willst du jetzt von mir eigentlich? Was ist das jetzt hier einfach? Die Wheelie-Sonderaktion. Ach so, ah. Hätte ich die andere einfach ansprechen müssen. Ach so. Aloha! Heute ist Ihr Glück. Es gibt einen Weg, wie Sie Ihren Aufenthalt in Costa noch aufregender gestalten können. Nehmen Sie an unserer Wheelie-Sonderaktion teil. Wenn Sie wünschen, erkläre ich Ihnen gerne, wie alles, was Sie tun müssen, ist, mit diesen zwei Rädern hier, unseren Wheelies, kreuz und quer durch Costa zu düsen. Ganz einfach. Und das Beste? Je nach zurückgelegten Kilometern gibt es auch tolle Belohnungen. Klingt das nicht hervorragend? Den Spaß lassen Sie sich doch nicht entgehen, oder? Okay. Ich gratuliere. Das war die richtige Antwort. Damit kommt die Sache auch gleich ins Rollen, denn Sie sind jetzt registriert. Mal sehen. Ihr Kilometerzähler sagt... Herzlichen Glückwunsch! Damit haben Sie sich Ihre Veteranenlizenz verdient. Gefällt Ihnen das Fahren auf den Wheelies? Moment, sagen Sie nichts. Ihr Gesicht verrät mir, Sie sind ein Fan. Richtig? Dann darf ich Ihnen nun diesen Preis überreichen. Aloha! Vielen Dank. Aber 4000 ist doch nichts. Es geht so schnell. Ich habe jetzt schon 1200. Sprechen Sie mich einfach an. Ah ja, danke dir. Korrekt. Ja, da hochfahren einmal. Danke. Ja, ja, okay, ich verstehe. Ich muss wahrscheinlich wirklich erstmal zu dem Hotel und dann ist alles offen hier wieder. Hey, willkommen! Was darf es heute sein? Hey, was darf ich heute sein? Barriere, auch nicht schlecht. TP-Boost. Ich glaube, ich hole mir nur mal einen TP-Boost, einfach so just for fun. Unsere Auswahl kann sich sehen lassen, was? Hier ist für jeden etwas dabei. Herzlich willkommen. Für welche Accessoires kann ich Sie begeistern? Unsere Sachen passen auch vorzüglich zur Urlaubskleidung. Hast du der Tussi eben etwa hinterhergeguckt? Wow, wow, wow! Der Tussi? Was sind das für Worte hier? So, okay, hier ist noch ein Schwertladen. Waffenladen, meine ich.
ich bin auf der Suche nach... Aloha! Aloha! Ich hole erstmal ein. Tja, ansonsten ist es immer, es ist, muss ich sagen, so in Sachen Ausrüstung ist bisher nicht so der Knüller, ne, hier in dem Game. Erstens hast du relativ wenige Slots, nur mit Schwert, beziehungsweise Waffe, Anhänger und Ring. Willkommen. Ist schon relativ wenig für ein Rollspiel. Genau richtig. Wir führen nur beste Qualität. Aber, ja. Ui. Wach machen. Fallen Sie nicht auf die Gauner in den Seitenstraßen rein. Und irgendwie sind ja auch bisher, muss man sagen, die Shops auch relativ überflüssig, oder? Weil du das meiste sowieso einfach findest. Eine Abkühlung hier? Oder eher was Heißes? Ich meine, wenn das hier nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Ja, wie ein Vulkan. Hey, du bist ja doch gar nicht so doof, wie ich dachte. Sag mal, warum nehmt ihr mich nicht bei euch auf? Ich wäre euch sicher eine Riesenhilfe. Tja, Freunde, erstmal alle Chancen offen lassen, ja. Bei allen. Das ist der Way. Okay, Hauptstory, etwas Erholung. Hauptstory. Wo ist der Unterschied? Ach so, okay. Hey, wo ist... Ach so, ich wollte gerade sagen. Hat keine Chance! Tut mir leid, aber momentan... Dann leck mich doch mal in die Fresse. Versuchen Sie es bitte später wieder. Schießstand Piratenparty, ja. Eigentlich müssen wir das später alles noch abklappern, oder? Sorry. Passiert. Gut, dann machen wir das mal eben. Herzlich willkommen. Ich bedauere, aber ohne Reservierung kann ich Ihnen leider kein Zimmer geben. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Okay. Tifa! Bruder! Ach du. Was? Johnny? Boah, ey. Lang nicht gesehen. Freu mich riesig. Gleichfalls. Sag mal, was machst du hier? Sehr gute Frage. Ich verwirkliche hier meinen Traum. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt Hotelbesitzer. Naja, allerdings nur ein kleines Hotel. Prima. Waren nämlich gerade auf der Suche. Ist noch was frei? Na, für euch doch immer. Ich fänd's toll, wenn ihr kommt. Ihr werdet dann nämlich meine ersten Gäste. Also, ich weiß nicht. Komm schon, Barrett. Wozu sind wir denn Freunde? Ihr braucht euch echt nicht zurückhalten. Okay, dann lasst uns mal los. Hey! Na los, macht schon! Bleibt dicht hinter mir, hört ihr? Will schließlich meine geschätzten Gäste nicht verlieren. Na klar doch. Ich habe den Laden gerade erst gekauft. Ist noch nicht komplett eingerichtet, aber trotzdem schon ziemlich schnieke. Mann, wenn ich so daran zurückdenke, der Anfang hier draußen war echt hart. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freundin, kein gar nichts. Hab eine Weile im Müll gepennt, bis der Bürgermeister so nett war, sich meiner anzunehmen. Hat mir einen super Preis für das Hotel gemacht, weil ich so abgebrannt war. Den halben Marktpreis, stellt euch das mal vor! Und das Beste, ich darf ihn sogar in Raten abstottern! Ich war echt zu Tränen gerührt. Oh, Johnny, Hierher! Ich präsentiere Johnnys Strandhotel!
Das hier? Oh, ganz nett. Nicht wahr? Nicht wahr? Für ein Strandhotel macht sich der Strand aber ziemlich rar, oder? Jetzt sei doch nicht so kleinlich. Hm? Riech mal. Ah, dieser Duft. Die salzige Brise. Oh. Gut, kommt rein. Also, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, klar, ist jetzt nicht die beste Lage hier, ja, vor allem erstmal durch die Kisten sich durchquetschen und hier komplett versteckt im Vergleich zu den ganzen anderen größeren Hotels, aber an sich sieht das doch ganz geil aus. Ganz richtig was Geiles draus machen, oder? Johnnys Strandhotel. Also gut, dann checken wir euch mal ein. Tifa kriegt das Zimmer 101 und Aris die Nummer 102. Ihr Jungs macht es euch zusammen in Zimmer 103 gemütlich, okay? Und der Preis? Für dich gibt's natürlich Rabatt, Tifa. Also... Oh, Entschuldigung, der Bürgermeister braucht mich anscheinend. Ihr seid heute die einzigen Gäste, also macht's euch einfach bequem. Ah! Wenn ihr zum Strand wollt, zieht euch bitte um. Und die Waffen lasst ihr besser auch im Zimmer. Oh Mann, da wird's mal richtig heiß am Strand und ich kann nicht hin! Erstmal duschen? Ja, gute Idee. Dann bis später. Und wann ist das genau? Na, wird sich schon ergeben. Später eben. Nicht? Ja. Ich geb mich geschlagen. Ich denke, ich werde mich dann mal ein bisschen umsehen. Ach so, aber zuerst natürlich umziehen. Schiffer, Heuklaut! Okay, ich bin dann mal weg. Ach, Leute. Ja, der Johnny tut mir schon leid, oder? Da wird's am Strand so heiß und er kann nicht dabei sein. Ne? Naja. Auch Waffen brauchen Urlaub. Du musst leider hier bleiben, okay? Tja, Leute, ey, ich bin auch storymäßig echt gespannt, wie es ja weitergeht. Oder? Also zum Thema, er ist hellwach, was Sephiroth gesagt hat. Wach mal auf. Passt ja eigentlich, oder? Also, ich meine, ich habe das ja schon angesprochen. Also, dass er nicht klar bei Verstand ist und dass er das am Anfang nicht war. Das ist ja, das sollte ja, glaube ich, den meisten aufgefallen sein. Und dass auch die Leute um ihn herum ihm eigentlich auch nicht sagen, jetzt, also, die könnten ihm ja eigentlich mal sagen, was ist denn los mit dir? Sag mal, komm mal klar, Alter. Also, aber, machen sie nicht. Ja, ey, klar, ein bisschen unordentlich, aber hier so die Dusche, auch nicht schlecht, außer jemand stalkt sich dann von den Felsen. Ach du Scheiße, da sind sie, die Felsen. Die matschigen Felsen. Ach du Scheiße, wie das aussieht. Aber immer noch nicht so schlimm wie als du über Sektor 7 warst. Im ersten Remake. Könnt ihr euch noch an die Pappwand erinnern im Hintergrund? Die Dusche ist kaputt? Nicht wirklich, oder? Ey, wir wollen doch helfen. Ja, dann eben nicht. Das soll mein Bett sein? Das kracht ja schon beim Angucken zusammen. Okay. Hey, du da! Ich hätte da was viel Besseres für dich als diese olle Bruchbude hier. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert, aber der Besitzer hat sich dafür sogar in Schulden gestürzt, dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist. Junge, wir kommen von da drinnen gerade immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Ja. Okay. Strandjungs. Hä, und jetzt ist alles offen wieder, oder was? Jetzt können wir spielen. Gute Sachen hereinbekommen. Aloha! Bist du allein unterwegs, Süßer?
Was für eine Verschwendung! Dabei sind Strände doch wie gemacht für Dates. Zum Glück sind wir aber da und können dir weiterhelfen. In Costa del Sol findet nämlich gerade ein super spannendes Kennenlern-Event statt. Romantik, die du niemals vergessen wirst. Finde dein Herzblatt, und zwar bei Costa del Amor. Na, klingt das nicht riesig aufregend? Nicht interessiert. Oh. Hab was mit dem da zu besprechen. Bis dann. Sag bloß, das ist ein Freund von dir. Dann sag ihm mal, er soll hier verschwinden. Diese Typen in Schwarz sind nämlich voll gruselig. Die vergraulen hier seit kurzem die ganzen Leute am Strand. Und an die Kleiderordnung halten sie sich auch kein Stück. Schick die mal nach Unterjunon oder so. Passen sie besser hin. Ah, wo wir beim Thema sind. In dem Aufzug kommst du auch nicht an den Strand. Sind schließlich in Costa. Da fährst du besser mit etwas Gemütlichkeit. Hab genau das Richtige. Ticket Nummer 7, Freihaus. Hier. No. Oh. Mit diesem Ticket kannst du am Karneval der Karten und der phänomenalen Piratenparty teilnehmen. An den jeweiligen Veranstaltungsorten wartet schon jemand mit derselben Nummer auf dich. Und wenn ihr die Spiele zusammen gewinnt, erhaltet ihr dafür Freundschaftskarten. Und die lassen sich gegen Strandbekleidung tauschen. So kommst du an den Strand und dann ein paar unvergessliche Stunden. Nicht? Dann genieß deine Zeit in Costa del Sol. Ich drück dir auch die Daumen für die Herzblattsuche. Aloha! Die Schwarzkoten haben sich am Strand versammelt, doch nur mit angemessener Strandbekleidung ist der Zutritt in den Badeabschnitt gestattet. Nimmt man den zahlreichen Minispielen des Costa del Amor Events teil, um Freundschaftskarten zu erhalten. Diese können in den Wechselstuben gegen passende Bekleidung für den Strand eingetauscht werden. Okay. So, Piratenparty, warte mal, was hat der denn jetzt hier? Willkommen, willkommen! Kunden mit Kennerblick sind hier goldrichtig! Oh, goldrichtig! Kann man eigentlich Phönixfedern kaufen, wenn man, also damit man einen, also die einfach mehr TP geben? Das, ey, Junge, warum mach ich das so kompliziert? Red doch einfach Deutsch! Also manchmal denke ich mir auch so nicht, da setzt es einfach komplett aus. Auf der Promenade. Weil diese geringe TP ist halt auch immer scheiße, weißt du? Dann belebst du halt einen wieder und dann kriegst du sofort danach nochmal auf die Chance und dann machst du es auch schon wieder. Tut mir sehr leid, aber mit deinem Ticket kannst du hier leider nicht teilnehmen. Okay. Scheißladen, gib eine schlechte Bewertung. Platz da! Hier komm ich! Okay. Schwarzes Brett. Wilde Hatz. Klavier. Dann kann ich wirklich nur hier jetzt spielen, oder was? Und hier, oder was? Bei uns kann man sich zum Glück. Willkommen beim Karneval der Karten. Ah, oh, nicht die schon wieder. BDK. Interesse an einer heißen Partie. Na, so ein Zufall. Bist du etwa auch auf der Suche nach einem Partner? Ja, schon. Dann such nicht weiter. Bei diesem Event gibt es spezielle Teamregeln. Diese sehen vor, dass man zusammen als Paar gewinnen muss. Also kann ich leider nicht alleine teilnehmen. Müßig zu erwähnen, dass ich nicht plane, hier zu verlieren. Aber mit dir als meinem Partner ist der Sieg eine reine Formalität. Bringen wir es schnell hinter uns. Wer möchte noch mitspielen? Wir suchen weiterhin Paare. Okay, Karneval der Karten. Beim Karneval der Karten hast du während des Costa del Amor Events die einmalige Gelegenheit, Blut der Königin zusammen mit einem anderen Cartorero im Team zu spielen. Hierbei gelten besondere Regeln. Die Benutzung des eigenen Kartendecks ist nicht möglich. Dir werden Karten zugeteilt, mit denen du dein Können unter Beweis stellen sollst. Gewinne 3 Herausforderungen, damit du als Sieger hervorgehst. Machen wir. Diese Herausforderung mit 3 Karten kannst du nur zu Beginn von Casa del Amor stellen. Das Blatt des Gegners liegt offen auf dem Tisch. Die Platzierung deiner Karten in der richtigen Reihenfolge entscheidet über Sieg oder Niederlage.
Deine Partnerin Gina hat diese Herausforderung bereits abgeschlossen. Erst wenn auch du sie meisterst, geht es weiter zur nächsten Runde. Welche wirst okay. du nehmen? Oh je, das wird nix. Ach, hab ich jetzt schon verkackt oder was? Ach du Scheiße. Ach so, okay, scheiße. Na los, jetzt greif schon an. Okay, solange deine Gesamtpunktzahl ausreicht, genügt es, wenn du in nur einer einzigen Runde gewinnst. Lege deine Schokobus alle in eine Reihe, um den größtmöglichen Wert zu erhalten. Na los, jetzt greif schon an. Okay. Tja. Yay! Ah, der kleine Schokobo. So, die Trumpfkarte Mokri Trio hat die Fertigkeit deiner Hand, die Nummer 2 und 3 hinzuzufügen. Nutze die spezielle Fähigkeit. Konzentriert bleiben, Cloud. Noch ist nichts entschieden. Okay. Noch ist nichts entschieden. Das war nicht schlecht gespielt. Okay. Also, ja. Okay, jetzt habe ich die letzte Aufgabe auch gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, Alter, Junge, die beleidigt dich die ganze Zeit. Du bist dumm, du bist unfähig, du kannst es nicht. Sag mal, wer hat sich das überlegt, dass die Sprecherin die ganze Zeit einen beleidigt, wenn man mal einen Fehler macht? Sag mal, geht's euch zugute oder was? Muss man jetzt hier nicht beleidigen lassen, Mensch? Ich hab auch Gefühle. Aber ist ja scheißegal, wa? Ist ja alles scheißegal, ey. Ich gratuliere, das war eine famose Vorstellung. Beehren Sie uns gerne wieder. Danke fürs Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Können wir ja vielleicht noch einmal versuchen. Sollte das gerade ein Angebot sein? Muss dich aber leider enttäuschen. Mir fehlt hier die Herausforderung. Ich werde mich anderswo nach stärkeren Gegnern umsehen. Es gibt nicht viele Spieler, die meine Erwartungen übertreffen. Aber du hast es geschafft. Vielleicht sieht man sich irgendwo irgendwann ja mal wieder. Bis dann. Hat Ihre Partnerin Sie etwa versetzt? Das ist schade, aber zum Glück haben wir auch Partien für Einzelkämpfer für Sie im Angebot. Okay. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel von Ihnen. Oh, hier gibt es, Karten. Okay, Freunde, also ich habe jetzt hier nochmal die ganzen anderen Herausforderungen auch gemacht, damit ich alle Karten bekomme. Und jetzt würde ich sagen... Was haben wir denn jetzt offen noch? Hier, das, Wechselstube? Wechselstube? Was kann ich da wechseln? Bei uns kann man sich zum Glück Aloha! Aloha! Ach ja, stimmt. Handbekleidung eingetauscht werden. Aber habe ich denn schon was? Und wie kann ich das jetzt anziehen? Strandjunge Wellenreiter. Benutze die Umkleidekabine in Costa del Sol, die sich unter anderem am Strand oder der Nähe von Johnny Strand oder befinden, um in deine Strandbekleidung zu schlüpfen. Viel Spaß! Okay.
Okay. Das sieht ziemlich scheiße aus, ehrlich gesagt. Aber gut. Das sieht ziemlich scheiße aus. Ach du Scheiße, Mann. Na gut. Okay, was haben wir jetzt hier? Jetzt ist das hier Wheelie. Ach nee, das ist das Wheelie-Ding. Jetzt haben wir hier den Strand. Jetzt haben wir aber auch hier. Da will ich auf jeden Fall auch einmal. Es sah aus, als wenn du da. Bam, Junge! Große Piratenparty! Trefft die Zielscheiben und wer weiß, genau. Vielleicht trifft euch ja sogar die große Liebe! Hey, ich habe vorhin ein Ticket für dieses Dingsbums del Amor erhalten. Keine Ahnung, was das ist, aber es soll hier stattfinden. Ist ein stadtweites Event. Dabei, soll man wohl neue Freunde finden. Wie es scheint, wirst jedoch du mein Partner sein. Hä? Und wieso machst ausgerechnet du bei so etwas mit? Ich will unbedingt diese Karten gewinnen. Na, wenn das so ist, mit mir hast du hier schon so gut wie gewonnen. Einen Moment bitte. So wie sie aussehen, sind sie vom Fach, oder nicht? Tut mir wirklich ausgesprochen leid, aber professionelle Schützen dürfen nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wieso das denn? Dann schreib das doch dazu. Könnt doch nicht erst jetzt mit sowas ankommen. Nachträglich die Regeln zu ändern, ist ja wohl das Letzte. Ich mache es. Aber wir, du blamierst uns. Okay, schießen bei Piratenparty. Schieße bei Piratenparty auf Zielscheiben in Form von Ungeheuern und erhalte dafür. Und erhalte für zerstörte Ziele Punkte. Schießen, bla bla bla. Adaptiver Trigger. Okay, was soll das bringen, genau? Okay. Junge, ich hab die Shooting Range in Resi 4 auf Triple, Super Triple Monster S gemacht. Was willst du von mir? Ich bin Profi in sowas. Also gut, dann mal feuerfrei aus allen Rohren. Okay. Gott. Okay. Habe ich unendlich Munition eigentlich? Da könnte ich ja die ganze Zeit dauerballern. Okay. Ach, ich hab Dauerfeuer. Oh Gott, Alter, ist ja easy, Junge. Es ist einer, der mich hier richtig anfeuert. Jawohl! Blitzsauberer Treffer! Okay, 13.000 Punkte. War das nicht gerade. Ach so, 10.000 Punkte habe ich geschafft oder was? Okay. Bam! Dauerfeuer geht ja voll easy dann. Okay, nice. Hat Spaß gemacht. Guck dir diese Monsterhand an, Alter. Ich mach Lust, Alter. Wohl Konkurrenz machen, was? Der
Hervorragend! Nicht nur das Abfeuern, sondern auch das Anfeuern konnte sich sehen lassen. Von allen Herausforderpaaren heute waren sie das Spitzenduo. Hast du gehört? Ein Spitzenduo sind wir. Wenn der das sagt. Himmelarsch, jetzt freu dich doch zur Abwechslung einfach mal. Wird dir das nicht selbstlästig, immer und überall den Coolen raushängen zu lassen? Wie auch immer, ich verdrück mich jetzt zum Strand. Zieh dich um und komm dann nach, ja? Okay, also habe ich hier alles geholt, was zu holen gibt. Oder? Ja, alles geholt. Nice. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, das andere Outfit war Oberbody Free, ja? Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Strandjunge. Viel Spaß damit. So, cool. Schauen wir mal, was das andere zu bieten hat. Für die Ladies da draußen. Oder auch Boys, je nachdem, wie ihr Bock habt. Ey, was steht da? Strandbekleidung für verwegene Kerle, die auf den höchsten Wellen dieser Welt thronen und deren Haar stets perfekten Halt hat. Ach du Scheiße, Mann. Okay. Also Cloud ist schon ein cooler Typ, so war, aber der sieht wirklich vom Body her aus, sieht der aus wie ein 12-jähriger Schüler. Aber gut, okay. Jetzt dreh doch mal! Ah! Nippel, Alter, im Bild! Okay, die chillen hier ein bisschen ab. Was geht? Es ist so komisch, ey, wirklich so komisch mit dem Strandbesuch vorbereitet, wie ich sehe. Willst du runter? Ja, willst du runter? Ja, ich will runter. Nicht da! Was sind das für Typen? Oh, da vergeht einem ja die Badelaune. Ach, die dürfen hier einfach so nochmal chillen, ne? Cloud. Die Schwarzkutten zieht's wohl zum Strand. Ja. Eigentlich tun sie ja keinem hier was zuleide. Aber die Leute behandeln sie wie den letzten Dreck. Da verliert man echt den Glauben an die Menschheit. Wie eklig. Hannah, verzieh dich! Ey! Verzieht euch selber! Ah. Ist echt lieb, dass du Wache hältst, Red. Ach, was? Huh? Oh weh, es geht nicht mehr aus. Was für eine Bruchbude. Erinnert mich an die Slums. Bist du schon fertig? Eris? Eris, ist was... Red? Welche Farbe hat die? Gar keine. Bislang war sie weiß. Zumindest, als ich in Midgar war. Materia bestehen aus dem Lebensstrom. Sie bergen Erinnerungen. Wissen. Dann waren das die Mäuren? Hat dir viel bedeutet, was?
Sehr viel. Kopf hoch, Eris. Frag doch mal Tifa, ob sie schon fertig ist. Mach ich. Tja. Hä? Yeah? Das ist doch das Jungszimmer. Warum chillen die hier überhaupt? Geh lieber nicht alleine raus. Nimm Tifa mit, wenn du in die Stadt möchtest. Die hat doch hier eine eigene Dusche, hä? Sag mal, was soll das? Belästigung. Tifa, bist du fertig? Ich wäre soweit. Ja, sofort. Warte kurz. Okay, bin startklar. Jetzt fehlen nur noch die passenden Outfits. Und dann flanieren wir am Strand. Dann mal los! Drücke während des Costa del Amor Event L2, um zwischen Erif und Tifa zu wechseln. Deine Entscheidung, wen du steuerst, hat keinen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte. Okay. Okay. So. Wahrscheinlich können wir mit den beiden jetzt dieses andere Minispiel spielen, oder? Mann, Nase schon wieder verstopft. Aloha! Ah, na, Gott. Ihr zwei Hübschen? Unterwegs zum Strand? Wenn ihr noch die passende Kleidung braucht, dann nehmt doch an unserem Costa del Amor Event teil. Ah, was? Es gibt eine Reihe spaßiger Spiele, die euch sicher gut gefallen werden. Und euer Haustier kann auch mitmachen. Oh, das klingt lustig. Nicht wahr? Also dann, hier ist euer Ticket. Und für das Hündchen gibt's auch eins. Mit den Tickets könnt ihr momentan an Wilde Hatz teilnehmen oder ein Rendezvous auf Rädern wagen. Und, was war denn da noch? Ach ja, außerdem gibt es noch einen Fotowettbewerb und ein Klavierkonzert. Ich wünsche euch eine unvergessliche Zeit. Aloha! 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 Bereit für ein bisschen Spaß? Lass uns mal schauen. Tja, okay, einiges auf jeden Fall. Die besten Sachen in ganz Costa finden. Auf Hufe, Krallen, willkommen bei Wilde Hatz, dem Paradies für alle Tiere schnellen Läufer. Der Hauptpreis des heutigen Spektakels ist ein großes, saftiges Stück Tropenfleisch direkt aus Costa. Na, wer könnte da wohl widerstehen? Schon Hunger drauf? Schnapp es dir, Tiger! Willkommen, mein rothaariger Freund. Sieht aus, als wäre hier jemand hungrig aufs Mitmachen. Okay, bei Wilde Hatz treten Haustiere gegeneinander an. Vier Teams befinden sich auf dem Spielfeld. Befördere die Bälle ins Tor eines gegnerischen Teams, um Punkte zu sammeln. Okay, sprinten, springen, schießen, lupfen. Was? Okay, schießen, lupfen. Okay. Ja, okay. Ist ja geil, ey. Okay.
Junge! Ja! Nein! Was? Das ist doch lächerlich, Alter. Wirklich lächerliche Scheiße ist das gewesen, Alter. Das gibt's doch wirklich nicht, Alter. Jawohl, Junge, Freunde. Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare Fußballkönig, dass ich weiß, wer noch am Start ist. Einmal Fußballkönig in die Kommentare. Warum sind die teilweise zu zweit eigentlich? Das ist doch unfaire Scheiße, Mann. Ein weiterer Ball im... Okay. Sag mal, du musst jetzt auch mal einen abbekommen. Nein! Was gehen die eigentlich nur auf mich, die kleinen Ratten, ey? Junge, wer ist der Beste hier? Erstmal weg damit, ey. Junge, das macht mehr Spaß als Super Mario Strikers, Alter. Auf Switch. Das letzte. Junge! Hä, ich hab noch einen Ball kassiert? Ach ja, stimmt. So, den Vogel schalten wir jetzt erstmal aus. Sayonara, Junge. Verzieh dich! Also, die bewegen sich ja auch gar nicht mehr, Mann. So. Upsa. Und tschüss. Puh. Okay. Wer ist ein guter Junge? Lass es dir schmecken. Und für das Frauchen gibt es eine Freundschaftskarte als Belohnung. Vielen Dank und bis bald. Und? Schmeckt? Danke der Nachfrage. Das ist die beste Mahlzeit meines Lebens. Also, okay, dann... Das tust mir aber noch mehr leid als sowieso schon. Johnny? Okay, was geht denn jetzt, ey? Das sieht doch auch komisch aus, wie der landet. Johnny Sausewind. Geh mal weg, ey. Alter, sag du, ey. Menschenskinder, Mensch, du! Wahnsinn, oh, Monster, du! Ja, ja, der Pinsel muss immer ein bisschen Farbe vorne drauf haben, wa? Ja, verstehe ich, ich weiß, was du meinst. Ja, 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 ja. Die Wheelies für die Bonnie-Hosen gerade allesamt werden wollen, haben ihr euren Partner schon gefunden? Okay, Johnny ist da hinten, oder was? Sag mal, geht's dir zu gut? Was ist mit den Leuten hier los, ey? Ohne Witz, auch bei dieser Karte raus und die beleidigt dich nonstop. Ohne Witz. Ah, scheiße. Ah, oh, Mist. Das kannst du aber besser. Was ist denn das? Und so weiter und so fort. Jetzt ist ja wirklich, warum wirst du hier nonstop beleidigt? Eris, was macht ihr denn hier? Das wollten wir dich eigentlich fragen. Ach, nur einen kleinen Botengang für einen Shinra-Manager. Ich muss dieses Gepäck zum Hotel bringen. Für Shinra? Ich dachte, du hasst sie wie die Pest. War das nicht dein erklärter Erzfeind? Der Bürgermeister hat mich drum gebeten. Und dem bin ich schließlich was schuldig. Immerhin hat er mich aus dem Dreck geholt. Und dahin will ich nicht mehr zurück! Sollen wir zurückgehen? Ist wohl das Beste. Okay.
Ach, Johnny, 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 Johnny. So. Costa del Amor, jetzt im Gange. Für die Rendezvous sind gerade alle Sachen. Seid ihr hier für ein Rendezvous auf Rädern? Dann muss ich euch leider enttäuschen. Für heute sind alle Wheelies vergeben. So was Blödes. Was machen wir nun, Tifa? Tifa? Etwa die aus Midgar? Aus den Slums? Ja, die bin ich. Oh, Tifa! Du meine Göttin! Mein geliebtes Honigbienchen! Klingt schwer nach Johnny. Stinkt normal, wenn man mich fragt. Jedenfalls ganz anders, als Johnny dich beschrieben hat. Hatte dich mir mehr so als glitzerndes Glamour-Girl im Midgar-Style vorgestellt. Verstehe nicht, warum er dich mir vorzieht. Na, hör mal. Das war aber ziemlich unhöflich. Ist schon gut. Sowas in der Art habe ich schon häufiger gehört. Bist du da etwa noch stolz drauf? Hey, Jenny! Trödle hier nicht rum und sammle gefälligst die Wheelies ein! Schrei mich gefälligst nicht an! Mensch, alle lachen hier ständig auf mir rum. Das stimmt doch gar nicht. Weißt du was? Ich kündige. Ach, schon wieder diese Leier. Ihr seid Freunde von Jenny, stimmt's? Könnte ich euch vielleicht bitten, die Wheelies einzusammeln? Kein Problem. Wir übernehmen das. Man kann es mit der Freundlichkeit auch übertreiben. Mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich Johnny was schulde. Möglicherweise kann ich meine Schuld gegenüber Johnny ein wenig abtragen, wenn ich Jenny helfe. Vielleicht will ich aber auch nur mein Gewissen beruhigen. Bringen wir es schnell hinter uns. Okay, suche die roten, blauen und gelben Wheelies, die in ganz Costa del Sol verstreut sind und bringe sie zu ihren farblich passenden Parkplätzen zurück. What? Okay. Wow, da hat jemand den Dreh raus. Da weiß jemand. Jemand, gibt es eine Karte vom Ort? Sammelt unbenutzte Wheelies ein und stellt sie auf unserem Parkplatz ab. Also jetzt da nur rote jetzt oder was finden? Oder wie oder was? Okay. Warte mal, sind die markiert? Wahrscheinlich nicht, oder? Was ist hier los? Nanu, was ist denn das für ein Fisch? Willst du meine Weile vorgehen? Ja, gern. Kann man denn da gar nichts machen? Kann ich denn nicht auch alleine teilnehmen? Oder aber, wie wär's mit dir? Kannst du nicht meine Partnerin sein? Also, wenn hier nicht so viel los wäre. Ach, Kundschaft, herzlich willkommen. Oh, ihr! Für heute habe ich alle meine Dienstpflichten erledigt. Da bleibt ein wenig freie Zeit. Ach so. Tja, vielleicht könnten wir ja was zusammen machen. Wirklich? Sicher doch. Oh, vielen Dank. Dann laufe ich gleich schon mal vor und suche nach diesen Glückskaktoren. Versucht mit dieser Kamera alle vier Glückskaktoren, die sich in der Stadt versteckt haben, zu fotografieren. Also dann, Waldmanns Heil. Okay. Finde Bilder von den Glückskaktoren, die in Costa del Sol versteckt sind, und halte sie mit deiner Kamera fest. Drücke Steuerkreuz links, um die Glückskaktoren-Karte anzusehen, und L1, um sie heranzuzoomen. Sobald du einen Glückskaktor gefunden hast, zücke deine Kamera mit Steuerkreuz oben, schieße ein Foto. Wenn du vier Fotos alles klar. Die besonderen Kaktoren sind ein Symbol für Glück. Sie halten sich hier überall in Costa versteckt. Unser heutiges Klavierkonzert beginnt in Kürze. Hundefüße waren gestern. Heute reist man per Wheelie. Zählt es? Das ist doch einer.
Ach. Ah, jetzt. Ach so. Nein, mich täuschst du nicht. Okay, der erzählt. Okay. Hui, wie niedlich. Würde ich gerne mal streicheln. Ei. Ich glaube, ich habe mich da gerade verguckt. Ja. Was sind denn bloß all die Kaktörchen? Also, warte mal. Okay, der mit 40% war der wahrscheinlich, oder? Das heißt, der andere. Ach krass, hier, die muss ich auch zurückbringen oder was? Ach so, hier sind die anderen Stellen. Oh Mann, Alter. Heute reist man per Wheelie. Besitzer eines gültigen Tickets können sich zur Lobby begeben. Jo! Alter! Ach, das schon. Wo ist der aber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ach, hier. Hier muss doch irgendwo. Okay, warum geht es nicht näher? Da, jetzt. Okay, Nummer 2. Oh, Junge, Leute. Oh, ein Glückskaktor. Das kann ja was werden. Jede weitere Begegnung schweißt uns noch enger zusammen. Okay, weiter geht's. Okay. Zählt der auch? Wahrscheinlich schon, oder? Hey, Kaktörchen, piep einmal. Mann, ich drücke immer den falschen Knopf. Hey, Kaktörchen! Die Fälschung erkenne ich sofort. Ah, okay. Hab mich schon gewundert, ey. Wie geil das Schiff kommt von hier, ey. Sieht richtig cool aus. Okay, lass mal schauen. Also, 70% hatten wir jetzt gerade. Da muss da hin irgendwas sein noch. Und gegenüber müsste eins sein. Eigentlich quasi mäßig. Kann man sich zum Glückskaktor-Fotowettbewerb anmelden? Probieren Sie unsere verzaubernden Geschmacksrichtungen. Unser heutiges Klavierkonzert beginnt in Kürze. Mit einem so. Wheelie lässt sich kosten. Was zum Geier? Die kann ja richtig zupacken. Wahrscheinlich hat sie auf diese Weise Johnny um den kleinen Finger gewickelt. Nee, sie sieht einfach besser aus als du. Was hältst du denn davon? Okay, aber die gelben. Habe ich noch nicht gefunden. Materia-Eis? Okay. Verehrte Turteltäubchen und solche, die es werden wollen, habt ihr alle euren Partner schon gefunden? Dann müsste einer hier sein, würde ich sagen. Zeigt euch, ihr Glückskaktoren! Da, direkt vor mir! Oh Mann, Alter. Ah, ich drücke jedes Mal den falschen Knopf.
auch eine Fälschung, oder? Nicht mit mir. Oh Mann. Nervig. Oh Gott, die Karte ist ja irgendwie so irgendwie anders gedreht, als wir laufen, oder? Oder verstehe ich die einfach nur falsch? Hier müsste doch irgendwo einer sein, denn würde ich sagen. Hier vielleicht? Oder doch eher dort? Der müsste doch hier irgendwo sein. Auf 30% ranzoomen. Dann kann er ja wahrscheinlich nicht so weit weg sein. Ja, aber wo? Hier muss doch irgendwo. Leute! Ich brauche Hilfe. Wo sind sie denn jetzt? Hier vielleicht? Oder doch eher dort? Ich bin bestimmt schon 20 Mal jetzt dran vorbeigelatscht. Ah, einfach der andere Hydrant. Ah, leck mich doch, ey. Ich drücke jedes Mal den falschen Knopf, Alter. Jetzt bin ich wieder nicht nah genug dran. Ach, ich doch wirklich. Hier irgendwo ist einer. Ich weiß es. Yay! Woo! Na, kleines Glückskakteurchen, sind wir etwas schüchtern? Ein Leben ohne dich ist bereits unvorstellbar geworden. Wir bleiben zusammen. Für immer und ewig. Ich weiß, dass es dir genauso geht. Das ist ein creepy, creepy Typ, Alter. Das ist auch so, ja, was war das? Irgendwie Shinra Leitungs... Was? Irgendwie Sektionsleiter oder sowas? Das sind aber auch so wirklich Leute, die sich auch nach der Arbeit dann... Keine Ahnung, ich würde es gar nicht aussprechen, auspeitschen lassen oder so. Wie... Irgendwelche Manager, die sich dann nach der Arbeit, wo sie dann den ganzen Tag Chef waren, dann irgendwie, weißt du? Na, ich sag's nicht. Okay. Dann müsste... Wie spaßig, das macht Laune. Ah, da, okay, easy. Es ist... Okay, let's go. Ah. Ein stacheliges Schnuckelchen. Mir ist ums Herz so schwer. Vor lauter Arbeit hatte ich ganz aus dem Blick verloren, was mir wirklich wichtig ist. Aber auch das Feuer, das in meinem Herzen für Shinra lodert, lässt sich nicht so leicht löschen. Was soll ich nur tun? Keine Ahnung, was du tun sollst, Das ist auf jeden Fall ein Creep, bist du, Schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch! Der Glückstaktor-Fotowettbewerb wurde erfolgreich abgeschlossen. Dank eurer Hilfe ist ein wenig beinahe vergessene Amore in mein Leben zurückgekehrt. Ach, und würde es dir was ausmachen, wenn ich diese Fotos mit den Glückskaktoren auch an meine Familie schicke? Meine Frau und meine Tochter freuen sich bestimmt darüber. Ganz und gar nicht. Wenn ich meiner Familie Freude bereiten will, darf ich nicht nur Trübsal blasen. Oh. Am Apparat, was kann ich? Verzeihen Sie vielmals, bin schon unterwegs. Alles Gute. Alles klar. Okay. Kann man sich zum Aloha! Hallo! Hier können Freundschaften ja. Bekleidung eingetauscht werden. Okay. Viel Spaß damit!
Viel Spaß damit! Okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch die Wheelies wegbringen. Barkeeperin. Strandbekleidung, die duftet wie ein Feldblumen im warmen Schein der, Sommersonne. Das sieht schön aus. Das sieht richtig schön aus. Sieht auch schön aus. Strandbekleidung mit tropischen Flair, die das Selbstbewusstsein fördert. Genau, das haben wir hübscher. Guck mal, wie verwaschen und verschwommen der verdammte Vorhang aussieht, oder? Unfassbar, Mann. Gut, ja, ich überlege jetzt. Ich schätze mal, wir müssen jetzt nur noch die Wheelies besorgen und dann geht's übelst ab, wa? Aber ich weiß nicht, wo die gelben. Wo muss ich denn die gelben abliefern? Hier ist noch ein roter gewesen. Da vorne ist auf jeden Fall ein gelber, der steht, aber wo muss ich die abliefern? Das, damit bin ich schon bestimmt auch schon vorbeigefahren, ne? Alter, Junge. Verehrte Tochter, hier ist auch alles tipptopp. Und obendrein sind die Wheelies so angeordnet, dass man sie sich leicht nehmen kann. Kein Wunder, dass Johnny so scharf auf sie ist. warte mal. Ist vielleicht auch einfach markieren? Ne, okay, das ist nicht. Wheelie. Ach, hier bestimmt, ne? Ja, hier steht es sogar. Parkplatz für die gelben Wheelies. Gut, vorne, ich würde aber trotzdem sagen, die Folge ist lang genug. Wahrscheinlich eigentlich schon, ne? Eigentlich ist sie lang genug. Wow! Das macht so Spaß! Ich weiß, euch macht es auch mega Spaß. Ich weiß, ich verstehe das schon. Ja, doch auch. Besitzer mir eines doch auch, Tickets können sich zum Costa in Windeseile erkunden. Ja, aber Wheelie, also Costa ist jetzt auch nicht so riesengroß, wa? Also, wenn das alles hier ist. Wir haben gerade richtig gute Sachen. Okay. Da ist der nächste. Gut. Willkommen bei Wilde Hut, dem Paradies für alle Tiere schnellen Läufer. Na, hey, auf geht's. Hier ist für jeden etwas dabei. Was für eine bekloppt redliche Arbeitsmoral. Oh, nun verstehe ich, was Johnny an der findet. Oh, da habe ich mich ja schön in die Nesseln gesetzt. Hey, Jenny. Wir haben die Wheelies zurückgebracht. Wieso bist du nur so nett? Ist ja peinlich. Ich denke, ich schlage mir Johnny besser aus dem Kopf. Gegen dich komme ich nie und nimmer an. Hier, als kleine Wiedergutmachung für all den Ärger. Die zwei Karten sind für euch. Macht's gut. Warte. Eine davon solltest du lieber für dich selbst behalten. Hm? Dich in Schale und verdreh Johnny mal so richtig den Kopf. Johnny und ich sind einfach nur Freunde. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Ach ja? Das klang bei ihm aber ganz anders. Du weißt doch, er übertreibt gern. Stimmt auch wieder. Und außerdem hat er ein Talent dafür, Ärger magisch anzuziehen. Deswegen wäre es für mich sehr beruhigend zu wissen, dass jemand auf ihn aufpasst. Du willst ihn also zu mir abschieben, was? Nicht doch. Schon gut, ich mach doch noch Spaß. Dann werde ich mal mit ihm ausgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Johnny nach unserem Gespräch nun etwas besser verstehe. Und es spricht ja nichts mehr dagegen, dass ich mein Glück mit ihm versuche. Man sieht sich. Okay, vorne.
Ich würde aber sagen, jetzt machen wir Schluss. Okay. Gut, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß vorne. Liken, kommentieren, nicht vergessen. Und dann gibt es beim nächsten Mal wahrscheinlich erstmal eine kleine, kurze Beach Party. Also, haut rein und tschüss.